Und es sind die Mutationen, die der Politik im Moment viel Kopfschmerzen bereiten. Darüber wollen wir sprechen. Aus Gießen zugeschaltet mit Professor Friedemann Weber. Er ist Virologe an der Uni Gießen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau Ruhm. Herr Professor, was wissen wir denn mittlerweile über diese neuen Virusmutationen aus Großbritannien und auch aus Südafrika? Also was zunehmend klar wird, ist, dass diese wirklich deutlich ansteckender sind als die bisherige Coronavirus-Variante. Und die Infizierten haben auch höhere, ungefähr doppelt so hohe Viruslasten im oberen Atemtrakt. Jetzt heißt es, 5% aller PCR-positiven SARS-CoV-2-Proben sollen künftig einer Genomanalyse unterzogen werden. Das berichtet das Deutsche Ärzteblatt, beruft sich auf einen Entwurf aus dem Gesundheitsministerium. 5% klingt in meinen Ohren jetzt nicht allzu viel. Wird das reichen, um den Mutationen auf die Spur zu kommen? Also wenn das entsprechend repräsentativ aufgestellt ist, dann würde das durchaus reichen. Es kommt ganz darauf an, wie man das macht. Wenn man natürlich nur bestimmte Spots nimmt und die ganzen Cluster und andere Flächen deckend freilässt, dann würde das relativ wenig bringen. Aber wenn man es gleichmäßig verteilt, dann würde das ausreichen. Sind denn die Labore technisch und personell überhaupt darauf ausgerichtet und ausgestattet? Also Kapazitäten sind definitiv da. Ob die reichen, um ganze 5% schon direkt aus dem Stand zu machen, das glaube ich eher nicht. Aber das kann man alles aufbauen. Man sollte aber nicht vergessen, das Sequenzieren ist eine Sache dieser Mutanten. Das andere ist auch, dass man das, man nennt das Pflegen oder Kuratieren der Datensätze. Also überhaupt feststellen, dass sich da was tut. Und da braucht man natürlich auch Spezialisten dafür. Haben wir die? Wir haben die, aber ob wir da genügend bereits haben, da bin ich mir nicht so sicher. Aber wie kann das sein? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist eben diese Sequenzierung von Genomen in anderen Ländern, Großbritannien zum Beispiel, in einer ganz anderen prozentualen Ausbreitung bereits im Prinzip Standard. Warum ist das bei uns nicht passiert? Ja, die Briten haben das eigentlich schon seit langem so gemacht, haben das an ihren nationalen Gesundheitsservice gekoppelt und dadurch haben die auch diese Mutante recht schnell entdecken können. Und das ist in anderen Ländern einfach keine so Tradition gewesen. Also da sind das die Pioniere. Herr Professor, wenn wir dann wissen, was da eben an Mutationen unterwegs ist, wissen wir dann auch schon, wie wir das bekämpfen? Also die Bekämpfung ist zum Glück keine andere. Es gibt einzelne Mutationen, die eventuell tatsächlich einen Impfstoff beeinträchtigen könnten. Da zählt die britische aber nicht dazu. Das hieß natürlich, dass man den Impfstoff anpassen müsste, langfristig. Aber momentan ist es so, dass die gültigen Maßnahmen eigentlich auch genau da appliziert werden können. Sie haben in Ihrer ersten Antwort ja schon gesagt, dass man so ein bisschen mehr langsam darüber weiß. Professor Drosten aus Berlin hat gesagt, vor Ostern werden wir nicht so ganz genau wissen, wo wir da stehen mit diesen Mutationen. Es heißt jetzt, Sie haben es ja auch gesagt, auf jeden Fall schon mal ansteckend. Aber was weiß man über die Krankheitsverläufe? Bei den Krankheitsverläufen scheint es keinen Unterschied zu geben. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Naja, die schlechte ist, dass es infektiöser ist und sich schneller ausbreitet. Wenn wir bisher aber noch nichts wissen in Sachen, weil wir eben die Sequenzierung noch nicht so vornehmen können, wie das in anderen Ländern bereits passiert, dann können wir doch zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht sagen, wie weit das Ganze schon ausgebreitet ist, oder? Vielleicht sind ja schon viel, viel mehr Menschen ansteckend mit diesen Mutationen, als uns das im Moment überhaupt klar ist und könnte auch eine Erklärung sein für die hohen Zahlen, oder? Ja, aber ich denke, man hätte das gesehen. Es gibt auch eine Variante des PCR-Tests, der mehr oder minder zufällig diese britische Variante detektieren würde. Durch das ist ja auch tatsächlich erstmals aufgefallen im Vereinigten Königreich. Und auch bei uns wäre das so, dass das auftauchen würde. Es gibt bestimmt eine gewisse Dunkelziffer, aber dass die schon dramatisch hoch ist, davon gehe ich eigentlich nicht aus. Herr Professor Weber, lassen Sie uns noch mal gemeinsam auf die aktuelle Strategie mit Impfungen und Lockdown schauen. Wenn das so weiter gefahren wird wie bisher, kann uns die Ausbreitung des mutierten Virus dann wirklich so extrem aus den Händen gleiten, dass die Maßnahmen nochmals verschärft werden müssten? Das ist auf jeden Fall zu befürchten. Ob es eintritt, keine Ahnung. Ne? Aber zu befürchten ist es. Ich meine, Großbritannien hatte auch schon einen Lockdown. Dann kam die Mutante und hat sich steil nach oben vermehrt. Also man muss das auf jeden Fall ganz scharf im Auge behalten. Wie schauen Sie im Moment auf all das, was
Sie hier eben an Maßnahmen haben, an Lockdown-Regeln, parallel dazu die Entwicklung der Zahlen. Und dann haben wir ja auch neue Erkenntnisse, zumindest von einigen Ihrer Kollegen. Der Virologe Ioannidis von der Uni in Stanford zum Beispiel hat jetzt in einem neuen Papier, datierend vom 5. Januar, ja gesagt, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen bringen überhaupt nichts. Hat er da recht? Nein. Herr Ioannidis hat immer dagegen gehalten und er ist eigentlich ein hoch angesehener Wissenschaftler. Man muss aber sagen, gewesen, denn er hat sich schon mit der Infektionssterblichkeit ziemlich vertan, indem er relativ selektiv Arbeiten herausgepickt hat. Und sowas Ähnliches scheint er jetzt mit dem Lockdown-Paper zu machen. Man muss es auch mal von der Logik her angehen, wieso soll ein Lockdown nichts bringen? Denn es ist ja eine großflächig angewandte Kontaktreduktion. Und diese Viren vermehren sich über Kontakte. Also warum soll ein Lockdown nichts bringen? Das ist der erste Punkt. Dann geht es natürlich um die einzelnen Bestandteile eines Lockdowns, die in jedem Land ein bisschen anders sind. Und das statistisch gegeneinander aufzuwägen, was bringt jetzt was genau, das ist enorm schwierig und fast nicht machbar. Aber es gibt sehr, sehr viele Studien, die das probieren mit verschiedenen statistischen Methoden, zum Teil vier parallel und nur wer quasi alle vier Tests besteht, welche Maßnahme, kommt in die Liste rein. Und da zeigt sich nun mal, dass das Einschränken von Kontakten, es fängt an mit Großveranstaltungen, geht runter bis zu kleinen Gruppen, Schulschließungen etc. Alles, was wir haben, ist ein Baustein. Veranstaltungsschließen, große Veranstaltungen ist ein sehr, sehr großer Baustein, genauso wie Reisebeschränkungen. Und die anderen sind eben kleinere Bausteinchen, die dazu beitragen. Und Herr Ioannidis hat halt hier wieder ein paar Studien genommen, die ihm so ein bisschen besser in den Kram passen. Aber hat es nicht wirklich, also das ist das, was ich von Statistikern gelesen habe als Kommentar, hat es nicht wirklich breitflächig gemacht. Also ein bisschen Rosinenpickerei betrieben. Und wie gesagt, von der Logik her ist es ja eigentlich auch ganz klar, dass ein Lockdown etwas bringt. Es sei denn, er wird nicht angehalten von den Leuten. Das ist ja auch noch ein Faktor. Herr Professor Weber, am Schluss würde ich Sie ganz gerne noch zu Ihrer Meinung fragen. Das bayerische Vorgehen ab kommendem Montag verpflichtend FFP2-Masken im Einzelhandel und im ÖPNV. Was halten Sie davon? Prinzipiell finde ich das sinnvoll. FFP2-Masken sind natürlich wesentlich effizienter als der normale Mund-Nasen-Schutz. Und man wird sehen, was das bringt für Bayern. Aber prinzipiell finde ich das eine gute Sache, selbstverständlich. Ich bedanke mich für Ihre Antworten und für das Gespräch. Ihnen einen schönen Nachmittag und Abend dann. Gerne, Frau Ohm. Machen Sie es gut.